Yami Kaiba. Es ist Schach mit Drachen. Ne, hey, Schuschel, willkommen zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Das ist nicht Pokémon. Der ist ja der Bastel so lange über Pokémon Rot und auf einmal sprichst du auf Yu-Gi-Oh! Und der Shadow Gaming, vielen Dank für den Sub auf jeden Fall. Und moin zu Yu-Gi-Oh! Capsule Monster Colosseum. Ein, ich sag mal, kann man sagen, EP, wo jetzt schon etwas länger erwartet wurde? Könnte man, glaube ich, so sagen, ne? Bei zwei, wir wollen so oder so eine Kampagne. Ich würde sagen, da schnacken wir jetzt nicht lange drum rum. Ah! Es ist das neue Yu-Gi-Oh! Es ist Schach, nur mit Drachen. Ich bin mal gespannt. Wurde ja von vielen immer sehr gehypt. Shadow, vielen Dank für den Sub, für den 6 Monate Sub. Zum halben Schorsch-Geburtstag. Der Artstyle kommt mir merkwürdig bekannt vor. Vor allem, ich bin richtig gespannt, was ich zu Anfang wieder für Trash-Monster kriege. König der Kapselmonster. Geil. König der Ü-Ei-Überraschung. Wenn ich schon höre, jedes Monster in diesem Spiel kann verdammt gut sein. Oh Gott, nee, bitte. Ich will nicht wieder so ein... Was laber ich? Es ist Yu-Gi-Oh! Ich werde natürlich mit einem absoluten Trash-Deck anfangen. Es ist Fakt. Jetzt ist nur die Frage, darf ich das überhaupt Deck nennen? Letzten Endes kämpfe ich mit Eiern. Daten, Namen eingeben. Wisst ihr, sowas, solche Sachen, das ist ein Fall für Smorf. Nur Smorf weiß wie. Smorf. Smorf! Was? Bist du sicher? Ja. Ich bin Smorf. Was? Symbol als ich bin die gegebene Einstellung, in dem du Starterkit kaufen willst. Wähle selbst erstellen, wenn du die Einstellung selbst vornehmen möchtest. Was? Selbst erstellen? I guess? Ich habe keine Ahnung. Wow. Attribute wirkt auf all deine Monster auf. Wähle ein Attribut, das Monster im Kampf einen Vorteil verleiht. Feuer. Feu. Ja, definitiv Feuer. Es gibt auch noch Wasser, Erde, Wind, Wald? Okay, Wald. Es sei denn, es gibt hier Sogen. Es gibt Donner, es gibt Licht. Es gibt dort. Ne, wir nehmen Feuer. Oh. Sieht gar nicht mal so doof aus. Feuer. Ach so. Ah, Unterwäldler. Nadel. Hä? Turm. Flügel. Palast. Ringelding. Ein Fee. Ein Horn. Ja, ein Unterwäldler. Sieht schon stylisch. Ja, das sieht stylisch aus. Das ist mal edgelordig. Jetzt auch noch die Farbe. Onyx. Onyx ist nice. Aber mal gucken, was ist das da hinten? Platin, Grün, Holz. Ja, toll, das ist Holz. Pink, Asche, Lila. Gib mir Onyx. Das ist richtig edgelordig.
Du musst alle Punkte zuteilen. Was? But what is what? What is what? Was sind AP? Was sind PP? Du kannst nicht von mir erwarten, dass ich weiß, was ich weiß, Spiel. Aber ich denke mal, MP werden wichtig sein, I guess. Setz mal auf 502, weil 500 keine Option ist. Mal 520. Ich mach das jetzt einfach mal frei Schnauze, ja? Also so... Versuchen wir mal so ausgeglichen wie möglich. Nimm alles außer MP. MP sind das Geld. Was? Okay, warte mal. Ist das jetzt ernsthafte Hilfe? Also, ist MP echt nicht so wichtig? Weil wenn, dann hau ich alles hier rein. Dann jage ich mich mit AP und Pippe voll. Was auch immer das sein soll. Ich meine, man kann ja auch nirgendwo mal, ne... Rest jagen wir hier rein. Guck in die Anleitung. Ich habe eigentlich gehofft, ich könnte das vermeiden. Sekunde. Ich hätte eigentlich gehofft, ich könnte das vermeiden. Ich hasse es, Tutorials zu lesen. Beziehungsweise in Anleitung zu gucken. Hauptmenü. Monster kaufen. Hier, warte mal. Starter-Kit. Nee, ich will ja kein Starter-Kit schnaufen. Hier, MP. PP, Powerpunkte stellen die Ausdauer deines Symbols dar. Wenn du angegriffen verlierst, Symbol kannst du... steht klar. MP, Monsterpunkte sind dein Geld. Du kannst dir damit zum Beispiel Monster kaufen. Ergo, ich könnte mir auch schlicht und ergreifend... Wobei... warte mal. Jetzt die Frage, muss ich mir jetzt direkt ein Monster kaufen? Steht hier nicht. AP, Aktionsmoment werden verbraucht für eine Figur. Yada, yada, yada. Okay. This is this. Aber ich glaube, dann gebe ich mir doch ein bisschen Geld. Also von daher. Wie gesagt, machen wir mal auf... Na okay, jetzt warte mal so. Kannst du am Anfang nicht viel... Anfang nichts mehr. Okay, okay. Ja, komm. Ich habe auch nicht so ganz mit zufrieden. Ich finde es am Anfang stark. Oh, ja, okay, gut. Kein Rotaugen am Anfang? Das ist ja blöd, warte mal. So ist es relativ ausgeglichen. Sobald du spielst, also kannst du die Symboleinstellung nicht mehr verändert werden. Ja, gut. Ich bin zufrieden, I guess. What's next? Hey, Opa! Großvater! Oh mein Gott! Die original deutsche Synchro. Ich dachte mir, dass du kommen würdest. Was machst du da? Ich wusste, dass du nichts vorbereitet hast. Du bist immer so ungeduldig. Ich habe Monster mitgebracht, die du im Turnier gut gebrauchen kannst. Oh mein Gott, die originaldeutschen Stimmen. Großvater, wie er lebt und lebt. Nicht so voreilig. Ich habe nie gesagt, dass ich sie dir kostenlos gebe. Aber ich bin dein Enkel. Ich werde sie dir gegen Monsterpunkte eintauschen. Monsterpunkte? Ja, so habe ich vorhin auch reagiert. Du kannst Monsterpunkte verdienen, wenn du während des Turniers gewinnst. Je öfter du gewinnst, desto mehr bekommst du. Aber ich habe doch noch gar nicht richtig gekämpft. Aber hast du nicht gerade ein Symbol erschaffen? Das hat dir Monsterpunkte gebracht. Nimm diese erstmal für den Anfang. Lass mich dir ein paar Tipps geben. Monster können unterschieden werden in Licht, Finster... Feuer, Wasser, Erde, Wald, Wind und Donner. Döner.
Mit anderen Worten, jedes Monster hat unterschiedliche Attribute. Soweit war ich schon. Und jedes Attribut hat verschiedene Vor- und Nachteile. Aha. Ich werde dir erklären, welche das sind, aber... Wenn du denkst, dass du sie dir nicht merken kannst, schlage ich dir vor, Notizen zu machen. Wow, das Spiel ist so von sich selbst überzeugt. Es sagt sich selber, meine Güte, unser Spiel ist so kompliziert. Schreib dir den Shit besser auf. Bist du bereit? Hier sind sie. Licht Aha. ist stärker als Finsternis. Aha. Und Finsternis ist stärker als Erde. Warum Erde? Okay. Feuer ist stärker als Wald. Und Wasser ist stärker als Feuer. Das habe ich mir schon gedacht. Ich meine, immerhin weiß ich, dass ich einen Wald anzünden kann. Erde ist stärker als Donner. Und Wald Makes ist sense. Stärker als Wind. Was ist der Wald stärker? Was ist das für ein Durcheinander? Wind ist stärker als Wasser und Donner ist stärker als Licht. Aha. Das ist alles. Wenn du dich an diese Beziehungen erinnerst, wird das deine Chancen auf einen Sieg erhöhen. Ja, das so sah meine Beziehung immer aus. Ein einziges also Durcheinander. Monster mit einer einzigen Eigenschaft zu haben, ist gefährlich. Ja, so ist es, mein Enkel. Du, wie auch immer, du solltest stets das Attribut deines Gegners beachten. Das ist noch ein weiterer wichtiger Punkt, der zu bedenken ist. Saga, du sagst es, warum kann man es nicht einfach in einem Kreis machen? Das wäre so easy zu merken. Aber nö, wir machen lieber einmal sowas. Nun, der Rest hängt von dir ab. Ich verstehe. Kannst du mir die Monster zeigen? Aha, mindestens 10. Ich brauche also mindestens... Wow. Okay, ein Bein. Das ist ein Bein, da kommen bei mir Erinnerungen hoch. Feuergas. Flammenviper. Ach, das ist wie viel die kosten. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, this is gonna be something. Komischer Vogel. Das Schlimme ist, ich hätte null Ahnung. Ich werde auf jeden Fall Feuersachen nehmen, aber ich möchte mich hier gerade erstmal umgucken. Ich will mal wissen, was Opa so hat. Nicht besonderlich viel. Du brauchst mir die Tabelle nicht schicken. Ich glaube, die ist in der Anleitung auch nochmal drin, zur Not. Also. Auf jeden Fall kaufen wir uns... Wir haben so viel. Wir brauchen mindestens 10, war das? Nehmen wir den hier, den hier. Warte mal. Oh, achso, so viel habe ich noch über. Ich brauche mindestens 10? Das könnte tricky werden. Kleine Motte, ja, mit Sicherheit nicht. Stahlskorpion, das klingt noch praktisch. Ey, du kommst mir nicht ins Haus. Lieber ein Kuribo. 4, wir haben noch immer die Hälfte und wir haben... Ja, komm, wir nehmen nochmal dich. Im Feuergras. 4 brauchen wir noch. Hypersinnlicher Kappa. Ja, komm, allein wegen Kappa. Dann nehmen wir noch... Du siehst ziemlich swaggy aus. 2 brauchen wir noch, das sollte machbar sein. Wir nehmen einen komischen Vogel. Und wir haben noch so viel über, ha? Ah, fein. Haben wir halt ein Licht dabei. Ja. Wird schon hinhauen. Sonst hätte ich jetzt gerade einfach nur sämtliche Feuertypen genommen. So viel ist man sicher. Aber klar, ich brauche natürlich ein wenig Dings. Variation, könnte man sagen.
Ach du Scheiße, warte mal, hier ist ein Shop. Ist das jetzt immer, ist das derselbe? Erweitert er sich? Kann ich Leuten ihre Lebensessenz klauen? Was möchtest du gerne tun? Ja, ich meine, das sieht doch relativ vage aus. Ich kann auch verkaufen. Ja, der hat denselben Jatz wie vorher. Ja. Was möchtest du gerne tun? Ich möchte gerne für mich verpissen, danke du. Okay. Wir können also später die Dinge auch verticken. Ist auf jeden Fall schon mal offener mit diesen Regeln, als es Duelist of the Roses war. Seien wir mal ganz ehrlich. Weil Duelist of the Roses hat sich immer irgendwie gedacht so, ja, weißt du echt, dass du deine Karten eintauschen... Nein, das weißt du nicht. Okay, Bereich 1. Dann machen wir doch mal. King Joey. Ja, Mensch. I guess. Ja, Mensch. Joey. Joey the Hype. Ich mochte die Season, wo er komplett in seiner Pennermontur rumgelaufen ist. Nicht in seiner Leder-Schul-Outfit-Montur. Was ist das für eine merkwürdige Schule, wo die sowas tragen? Jesus. Hey, Yugi. Ich habe auf dich gewartet. Joey. Alter, was seid ihr? Super Saiyajins? Der einzig wahre. Und glaub ja nicht, dass ich es dir leicht machen werde, nur weil du mein Freund bist. Ich werde alles geben. Ich feiere das irgendwie, dass es wirklich so die original deutsche Synchro ist. Ich feiere das irgendwo. Nimm die hier. Ah. Ich möchte anfangen. Ich habe keine Ahnung, warum ich das möchte, aber ich möchte es. Aha. Okay. Wow. Okay. Ich werde meine Monster auswählen, mit denen ich spielen will. Das klang ein bisschen falsch, Yugi. Warte eine Sekunde. Was ist los, Yugi? Es gibt eine Beschränkung, welche Monster du wählen kannst. Hast du gerade gesagt, ich bin beschränkt? Welche durch Monsterpunkte bestimmt wird. Du meinst die Punkte, die ich bezahlt habe, um meine Monster zu bekommen? Genau. Jeder Abschnitt hat eine Beschränkung für Monsterpunkte. Und die Summe aller Monsterpunkte der Monster, die du benutzt, darf diese Beschränkung nicht überschreiten. Aha. Ich verstehe. Das bedeutet, wenn die Beschränkung der Monsterpunkte in diesem Abschnitt bei 100 liegt, dann kann ich 10 Monster benutzen, die jeweils 10 Monsterpunkte wert sind. Basically. Oder ich kann 5 Monster verwenden, die jeweils 20 Monsterpunkte wert sind. Basically. So ist es. Du musst also sorgfältig darüber nachdenken, welche Monster du einsetzt. Okay, danke, Yugi. Okay, da Joey ja angeblich nur Feuermonster losschickt, schicken wir mal einen durchgeknallten Kappa los. Wir schicken... Blue Black Dragon, danke fürs Follow, und dich schicken wir auch los. Dich schicken wir los. Um ein bisschen mit Feuer zu spielen. Komm, wir schicken Bein los, um ihn zu treten. Und dann... bist du sicher? I guess. Kann ich mich irgendwie... Oh mein Gott, ist die Kamera langsam. I guess. Mach mal... Du machst das schon, Spiel.
Okay. Das ist ein Monsterplatz. Ja. Sieht man doch. Das war bei Duelist of the Roses genauso. Zu Anfang habe ich mir einfach nur gedacht, so, what? Ah, okay. Ich duelliere mich ehrenhaft und ich hoffe, du wirst das Gleiche tun. Hey, um deine Figuren zu bewegen, brauchst du Aktionspunkte. Aha. Ich verstehe. I see. Jede Figur hat einen festgelegten Bedarf an Aktionspunkten. Und wenn ich sie bewege, dann nimmt die Zahl der Aktionspunkte auf dem Bildschirm ab, richtig? Ja, und wenn du nicht genügend Aktionspunkte hast, dann kannst du deine Figur nicht mehr bewegen. Okay, Chef. Ich muss also auf meine Aktionspunkte achten, wenn ich darüber nachdenke, wie ich meine Figuren ziehen soll. Ja. Aber zuvor, du kannst nichts bewegen, wenn du nicht Monster aus deinen Kapseln beschwörst. Du musst also wählen, welche Monster du beschwörst. Du hast recht. Okay. Okay, ich würde sagen, wir fangen mal... Fangen wir mal mit dem Bein an. Beschwören erstmal. Das ist ein Bein. Definitiv. Wo ist denn Joey überhaupt? Wo lungert der denn rum? Ach, da ist er! Der hat echt nur Feuermonster. Ja, Mensch, das ist ja... That's a something. Okay. Beziehungsweise... Fähigkeiten? Nö. Nee, nicht Zug beenden. Ich will mein Bein... Ach, guck mal, da steht sogar mal, wo Vor- und Nachteile sind. Das ist auch nicht schlecht. Ja, komm, dich beschwören wir dann auch mal. Der Mega-Kapper. Okay, dann. Jetzt muss ich nur noch rauskriegen, wie ich dich bewege. So mache ich das aus. Oh, das ist viel besser. Was? Soll ich mich noch nicht bewegen, oder... Yugi, talk to me. I guess. Die Figur können keine weiteren Befehle... Ja, I guess. Ich konnte die nicht bewegen. Also, kann man die nicht bewegen, wenn sie beschworen werden? Ist das ein komplett anderer Zug? Lass uns kämpfen! Oh ja, komm. Gib's mir. Na, mal gucken, vielleicht kann er ja. Was hat er denn da? Hat er da einen Shy Guy beschworen? Hat der zwei Shy Guys beschworen? Nee, können sich aber scheinbar auch nicht bewegen. Okay, dann. Ich werde deine Verteidigung niederreißen. Oha. Du hast gerade gesehen, wie sich die Aktionspunkte erhöht haben, richtig? Ja. Was? Ja, stimmt. Wo AP auf dem Bildschirm steht, gibt es eine Nummer mit einem Pluszeichen daneben. Aha. Das muss die Anzahl der Aktionspunkte sein, die steigt, wenn ich dran bin. Ah. Ja, und wenn du ein Monster beschwörst, erhöht sie sich. Das bedeutet, entweder ich bewege ein beschworenes Monster, oder ich beschwöre, damit ich mehr Figuren ziehen kann. Das ist etwas, worüber ich nachdenken muss. Ja, ich auch, Yugi. Es ist wichtig, eine Entscheidung passend zur Situation zu treffen. Vor allem, warum weiß der kleine Yugi schon direkt, was hier Sache ist? Ja, jetzt kann ich bewegen. Ach du Scheiße. Ich sehe auch gerade, ich habe unterschiedliche Angriffsdinger. Nani? Hello there, General Shadow. Ist das jetzt Fire Emblem oder Final Fantasy Tactics für Yu-Gi-Oh? Sowohl als auch. Deine Fähigkeit hat sich verbessert. Dieses oh, vielen Dank für die Bits, Cheryl. Das Attribut deiner Figur. Verstehe. Die Fähigkeit verbessert sich, wenn das Gelände vorteilhaft ist. Aber wenn es unvorteilhaft ist, dann verschlechtert sich die Fähigkeit. Ja. Und du kannst das überprüfen, indem du dir die Fähigkeit deiner Figur anschaust. Ich verstehe. Okay. Dann sollte ich mich möglichst auf dem Geländetyp aufhalten, der dem Attribut meiner Figur entspricht. Es ändert sich je nach Situation.
Aber es lohnt sich, sich daran zu erinnern. Okay, warte mal. Wo steht denn das? Erde, Ungeheuer. Landform. Warte, nächste Seite. Ah, guck mal, da steht auch, wie es sich bewegt, wie es angreift. Aha, okay then. So, Kappa bewegen wir auch mal. Kappa kann sich so bewegen. So, zeig mal, was sind denn deine Fähigkeiten, mein kapperischer Freund? Symbol? Karten? Ja, guck mal, da, das Ding kann sich in so einem Neuner-Fake quasi bewegen. Hat aber nur eine kurze Attack-Range. Was passiert, wenn ich jetzt auf mich klicke, sofern ich da mal raufkomme? Ich kann mich auch bewegen, ich habe auch Fähigkeiten. Aha. Na komm. Ja, man kann offenbar entweder nur beschwören und dann bewegen. Offenbar geht nicht beides. Alles klar. Ich guess mal, ich bin dann. Was hat der da überhaupt? Hat der dreimal dasselbe Vieh? Vor allem, ich weiß auch noch nicht mal, wann hier Fighten tatsächlich praktisch ist. Oh Mann. Ich fühle mich so flabberdongert. Und kann die Kamera bitte auch einmal nicht schräg sein? Das wäre richtig cool. So, warte mal, wir schicken mal. Ja, plus 16. Das klingt gut, I guess. Attack 127. Defense 150. Sind das jetzt quasi die Angriffs- und Verteidigungspunkte? So, warte mal. Kann man ja mal gucken. Das Ding hat 171. Klingt jetzt ungesund? PP? Sind das die Lebenspunkte? I guess? Oh mein Gott, das Spiel wirft mir gerade noch so viele Fragen auf. Das ist doch nicht mehr feierlich hier. Nein. Es ist gerade nur... Weil die Kamera nicht gerade bei diesem Monster bleiben kann. Ja, das Bein ist gerade konstant im Nachteil. Das Bein weiß absolut nicht, was es mit sich anfangen soll. Ich schick's mal dahin. Zur Notfall kann das Ding immer noch irgendwen treten. Klonk. Bewegen. Ach, guck mal, der kann sich auch diagonal bewegen. Ende. Yes. Okay. Kriegen wir schon hin. Würde ich gucken, wie weit bezieht es so und ein Gegner als erstes erwischt. Aha. Was macht Joey generell da? Der. Ne? So, ich weiß, dass mein Kappa eine ganz miese Attack Range hat. Was denn jetzt? Nee! Oh, das klingt doch nach guten Stuff für mich. Oh ja. Okay. Das gefällt mir. Was? Nani? Das ist nicht dein Ernst. Das gibt's gar nicht. Er dachte sich so nur Nani. Oh man, leider die das? Ja, irgendwie. Oh man. What the fuck? Das Wasser steigt und alles, was man hört, ist Nani. Okay. Kann ich auch irgendwie mehr Viecher beschwören? Ich kann mich bewegen. Aber ich kann jetzt nicht. Ich würde gern... Oh, ich kann mit den Schultertasten durch die Viecher durchswitchen. Oh, das ist gut. Das ist gut. So, ich habe so eine ganz kurze Attack-Range nur.
Warte mal, da müssen wir vielleicht mal gucken. Was haben deine Viecher? Kann ich das sehen? Fähigkeiten. Ich kann gucken, welche... Ach du Scheiße. Das Ding hat meine Attack Range. Okay, dann. Das sind alles dieselben, wa? Okay, wir bleiben einfach mal so weit im Wasser. Weil ich kann aktuell noch nicht so weit, dass ich ihn angreifen kann. Gucken wir mal. Ich sehe es ja, komm, ich verliere am Ende das Startduell. Ich vertraue auf mich, dass ich sogar das hinkriegen würde. Da, so hätte ich die Kamera gerne konstant. Wisst ihr? So genau, wie sie jetzt ist. Ich schick mal mein Bein als Lockvogel hin. Ich zeig ihm einfach das Sneaky Leg. Pass auf. Mit dem Sneaky Leg, da wird er dann drauf reinfallen und dann klatsche ich ihn. Genau so funktioniert das. So. Ach du Scheiße. Ein Grid gibt's auch noch. Zug beenden. Okay. So, Joey, was willst du tun? Vor allem Joey ist mein erster Gegner. Das ist schon irgendwo traurig. Oh, fuck. Aha. Ey! Clever sein und schnell gewinnen. Nani? Hast du von Yu-Gi-Oh! Die Staffel 0 geguckt? Nicht wirklich. Stopp mein Monster jetzt instant. Oh shit! Es steht noch 61. Okay. Oh, da kriegst du aber zurück, oder? Kriegt er zurück auf die Fresse? Bitte sag mir, er kriegt zurück auf die Fresse. Ah, nee, lass mal an. Ich finde das immer schön. Ich mag die Animation, ja. Und hier sind Fights ja offenbar nicht so, ich schätze mal, nicht so häufig wie in Duelist of the Roses, also von daher. Aber ich kann sie dann aber auch nicht skippen. Gut, ist jetzt nicht so schlimm. Schon mal Schlimmeres erlebt. Ja, weil er im Wasser steht, wa? Aber man greift nicht zurück an. Das muss ich im Kopf behalten. Man greift nicht zurück an. Obwohl ich in Attack Range war. So, dann wollen wir doch mal gucken. Ihn hier. Moment mal. 16 minus 2. Defense. Ich versuche gerade rauszukriegen, ob ich irgendwo rauskriegen kann, wie ich den Schaden an sich berechnen kann. Damit ich so in etwa weiß, wie das berechnet wird. Ist es denn die Differenz zwischen den Punkten oder... Kriegen wir es mal raus. Sekunde. Los, mein Kappa-Freund. Mega Dive. Und slap ihn. Boom. Okay. Das war mehr Schaden. Was? Das gibt's doch nicht. Okay, warte mal. Du kannst so angreifen. Wenn ich dich also hier hinstelle, kannst du das Ding finishen. Jetzt ist die Frage, wo kann ich die anderen hier hin platzieren? Ich kann dich hierhin platzieren und angreifen. Das wäre sogar praktischer. Angreifen. Vernichtet! Destroyed! Okay. Sicher. Das ist essentiell, glaube ich, dass ich weiß, dass es keine Counter-Attacks gibt. Noch nicht. Wurm!
dass du toller Streamer und YouTuber und Mensch. Erfüll dir einen Osterwunsch davon. What? What? What the fuck? Ich hatte nicht vielen Dank, mein Dude. Yogi. Vielen, vielen Dank. What the fuck? Retired. Okay, gut. Jetzt nicht aus der Bahn. Moment, ich kann mich hier hin. Was ist denn jetzt hier los? Das ist ein Cringe, dafür ist für den Sub. Was ist denn auf einmal mit euch los? Ay, caramba. Okay. Wir müssen einen klaren Kopf behalten. Sonst macht Joey uns fertig. Ja, und hier habe ich mich jetzt... Warte mal, kann ich nicht... Ah, shit, da habe ich jetzt misplayed. Kann ich irgendwie rückgängig machen? Schade. Nee, da habe ich misplayed. Ich hätte das Bein mal dahin bewegen sollen. Ende. Ja, warte mal. Das war's. Also Shadow ist auf jetzt jeden Fall der Streamboss. So viel ist man sicher. Auch wenn man das hier jetzt gerade nicht sehen kann. Ich werde bis zum bitteren Ende kämpfen. Ja, das wird auch nicht mehr lange dauern. Mein lieber Joey. Eins deiner Monster habe ich schon weggeklatscht. Schaden, 61. Achso, ist das der Schaden, den ich bekomme? 61. Owaiwamu, Shinderu. Ja, 61. Okay. Man kann Schaden also irgendwie denn so ein bisschen kontrollieren. Da geht jetzt mein Kappa flöten. Ne? Destroyed. Ja gut, da können wir jetzt auch mal. Wobei. Nee, komm, fuck it. Du bist durchlöchert. 4 Schaden. Oh Scheiße. Du bist besser als ich dachte. Du hast deinen Spaß gehabt, aber damit ist jetzt Schluss. Allein schon. Okay, denn. Okay, was jetzt? Noch mehr Wasser? Der Löwe denkt sich einfach nur... Nani? Hi, Ledo. Hey, das ist Lars und vielen Dank für die Bits. Ihr habt die Welt jetzt noch mehr gespült. Alter. Okay, dann. Ja. So, dann wollen wir mal gucken. Wir haben jetzt 3 von euch. 3 von deiner Sorte. Keiner davon ist wirklich angeschlagen. Er kann aber von hier aus schon angreifen. Sehe ich das richtig, dass er generell geschwächt ist, weil er im Wasser steht? Ja, weil er im Wasser steht. Das ist eine Menge Schaden. Ich lasse die Kampfanimation höchstwahrscheinlich häufig an, weil ich mag es irgendwie. Ohne Scheiß, ich mag diese Animation. Ich finde es auch irgendwie cool, dass sie in diesem Spiel wirklich jedem Monster seine eigene Kampfanimation gegeben haben. Sprich, eine Kampfanimation und eine Schadensanimation. Das darfst du ja nicht vergessen. Mann, du lässt aber auch nicht locker. Okay. Du greifst so an. Warte mal, wie greift jetzt mein Bein an? Allein mein Bein. Hehehehe. Warte mal. Oh. Ja, ich will sehen, wie ein Bein angreift. Come on. Das will ich jetzt sehen. Das will ich jetzt sehen. Wie greift ein Bein an? Ich bin ein Bein. Bitte dreht ihn einfach. Butz. So derben Sidekick. Retire. Nani?
cool ist, sind die Originalsprecher von Yu-Gi-Oh! Ah, yes, natürlich. Das ist das Coolste, das ist, ne? Dass es die Original-Synchronsprecher sind. Ah, shit, warte mal. Minus 19, alter Verwalter. Hier ist minus 4. Wieso ist hier minus 19? Hier ist jetzt, hier ist auch minus 19. Shit. Überall, wo ich mich mit der Schnecke hinbewegen kann, ist gerade suboptimal. Aber minus 19 ist eine Menge. Nee, weißt du was? Du bleibst erstmal da. Wir lassen ihn zu uns kommen. Ich will den Zug beenden. Danke. Genau. Genau. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich die beiden noch loswerde. Mann, warum hat er dreimal bzw. viermal dieselben Skelettdödel? Bumm. Aua. Ein heftiger Schaden, aber es hat überlebt. Heftiger Schaden. Und der Depp geht ins Wasser. Ja gut, meine Schnecke ist damit vernichtet, aber... ne? Ja gut. Ich hab immer noch ein Knie! Jetzt hast du nur noch die Hälfte deiner Papp... Mein Monster! Es tut mir leid. Ich find's echt cool, dass sie die deutschen Synchronsprecher dafür gekriegt haben. Das ist echt ein cooler Touch. So. Du kannst sogar aus der Position hier angreifen. Nice. Lassen wir mal aus. Wie gesagt, der wichtigste Punkt ist einfach, dass nicht zurück angegriffen wird für mich. Weil da hätte ich jetzt erwartet, dass Mann, da was kommt. Du lässt aber auch nicht locken. Aber wer weiß, vielleicht kommt sowas ja später noch. Du bist auch Diagonal? Perfect. Kick it. Kick it. Do it. Okay, dann. Hat er nur noch eins. Und die Dinger kriegen Erfahrung. Da bin ich noch gespannt, was daraus wird. Ich meine, muss ich die wirklich, die Dinger direkt angreifen oder reicht das, wenn sie einfach keine Monster mehr haben? Ja, mach doch. Mach doch. Aua, mein Knie. Das ist mein schwaches Knie. Ich war unkonzentriert und... Kommentieren die eigentlich jede Aktion, die du machst? So, warte mal. Jetzt nur nicht nach. Ja. Wir kriegen das schon hin, mein Dude. Einheitenliste. Kann man echt nicht noch beschwören, noch irgendwie im Nachhinein? So. Das ist jetzt ein Problem. Ich komme nicht in Position, um das Ding anzugreifen. Aber vielleicht ja er hier. Bewegen. Die kommen beide nicht in Position. Das ist scheiße. Das ist nicht gut. Die kommen jetzt beide nicht in Position dafür. Jetzt will ich ihn hier hin. Ja, ich stelle ihn mal hier hin. Ende. Und dich bewegen wir... mal hier hin. So, dass wenigstens, egal was er macht, wir wenigstens Angriffe reinkriegen in der nächsten Runde. Das ist ein bisschen tricky, muss ich ja schon sagen. Genau. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich jetzt echt nochmal hart auf den Sack kriege? Das sieht jetzt nämlich nicht gut aus. Ich
Ich bin, glaube ich, echt jetzt dabei, auf einmal das Tutorial-Duell zu verlieren. Es sei denn, jetzt wird hier alles komplett geflutet. Nee, jetzt ist die Welt komplett gegen mich. Scheiße. Jetzt ist die Welt komplett gegen mich. Jetzt hat sie sich komplett gegen mich verschworen. Das ist nicht gut. Ich kann mich nie wirklich bewegen, um ihn anzugreifen. Und egal, wie ich mich bewege, wegen diesem diagonalen Kram, komme ich jetzt nicht dazu, ihn anzugreifen. Ich verliere ein Tutorial-Duell. Das ist ja wohl nicht euer Ernst. Wenn ich mich hierhin bewege, geht er dahin. Dann, ja. Das ist jetzt, we are arc in trouble. Warte mal, wie kannst du dich bewegen? Nur so. Mach hin, Ju. Halt die Fresse, Joey, ja? Halt einfach den Schnabel. So, warte mal. Wir gewinnen jetzt erstmal ein bisschen Distanz. Weil so kann er uns nicht angreifen. Weil so kann er nur bis hierhin und seine Angriffsreichweite ist nicht da. Jetzt müssen wir nur irgendwie gucken, dass wir das vielleicht noch gedreht kriegen. Gleich wirst du sehen, was Joey Wheeler. Ja, du, mein Dude, ne? Schusch. Ich krieg das schon noch hin. Trust me. Nein, was machst du denn? Wenn ich mich hierhin bewege, bin ich am Arsch. Aber ich muss mich einmal wenigstens nach rechts bewegen. Nach links, meine ich. Sonst kriege ich ihn nicht in Angriffsreichweite. Aber so kommt er einfach mit mir mit. Was ist jedoch, wenn ich mich hierhin bewege? Er kann zwei dahin. Ich habe eine Idee. Wir gehen jetzt mal einen zur Seite. Ende. Mal gucken, vielleicht können wir ihn ja in die richtige Position locken. Vielleicht rennt er ja ins Wasser. Dann, wenn das nämlich hinhaut, dann kann ich vielleicht noch gewinnen. Genau das habe ich erwartet. Und das Feld ändert sich wieder. Jetzt wird es wieder geflutet? Nee, es sinkt weiter. Ich finde es aber cool, dass die Welt sich hier so verändert. Okay, dann. Ja. Weil... Jetzt können wir angreifen. Angreifen. Und jetzt steht er auch noch im Wasser. Das sollte hinhauen. Weil wir sind stärker als er. Hoffentlich. Jetzt greift er zwar zurück an. Aber wir können uns dann so bewegen, dass wir immerhin noch was tun können dagegen. Ich werde nicht verlieren. Doch wirst du. Es sieht nämlich. Es sei denn, deine KI wurde so programmiert, dass sie. Ja, genau. Das habe ich nämlich erwartet. Genau. Es tut zwar weh, aber nicht ausreichend, um mich zu töten. Autsch. Ich habe immer noch eine Chance. Das ist schön. Nämlich die Chance kommt jetzt. Komm her. Komm, gib mir jetzt. Bewegen. Ja, ich kann nur hier hin. Habe ich zwar minus 1 Defense, aber... Yes. Come on, Victory-Animation. Das wird dir den Rest geben. Puh, Alter, so aggressiv. Chill mal. Vor allem die Statuen, wenn sie beschädigt sind, haben so Risse. Alter, das ist ein cooler Touch eigentlich. Schlitz ihn auf!
Kaboom! Yes! Jetzt war fast das Tutorial verloren. Ach, es ist alles vorbei. Gerade noch so die Kurve gekriegt. Gerade noch so die Kurve gekriegt. Ich hab verloren, Yugi. Aber du hast tapfer gekämpft, Jo. Ja, das stimmt. Und ich fühle mich gar nicht so schlecht, obwohl ich verloren habe. No. Hör zu, Yugi. Verlier nicht noch mehr Duelle, verstanden? Versprochen. Hä? Ich werde dich nicht enttäuschen. Allein schon verlier nicht noch mehr. Digga, du hast verloren. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn meine Monster Level abkriegen.